Weiter geht's mit Patronen und vielen Dank für eure Kommentare. Und ich habe, Entschuldigung bitte, wieder einiges davon aufgeschrieben und ein Wachturm beim Doc. Dachte ich zuerst auch, dass es nötig ist, aber wir haben das Wachhaus und der Radius ist, denke ich, groß genug dafür. Dann habt ihr gesagt, ich sollte mal zeigen, was die Betäubung bringt und ich vermute, das ist hier drinne. Ansonsten könnt ihr gerne nochmal schreiben, was ihr mit Bestäubung, ach um Gottes Willen, das erhöht die Obstproduktion in der Nähe eines Bienenstocks. Da wir den Bienenstock hier platziert haben, in dem Bereich, wo wir durch den Wald geboostet werden, macht das im Moment keinen Sinn. Man könnte maximal hier was hinsetzen, wo wir kein Holz bauen, also keine Bäume pflanzen. Das wäre möglich, aber ansonsten glaube ich, macht das keinen großen Sinn. Zumindest für den Moment nicht. Und dann hattet ihr noch einen extrem hilfreichen Tipp, den habe ich tatsächlich bisher ignoriert, vergessen, wie man es auch mal nennen mag. Es gibt hier in der Mitte die Grenze setzen. Und dann würde ich tatsächlich bei der Kohle für uns eine Grenze in der Produktion setzen von 200. Und das ist die maximale Anzahl der... Also die maximale Anzahl der ausgewählten Ressourcen im Lager erhöhen. Das heißt, es müssen immer 200 im Lager sein für die Produktion. Den Rest können die Bürger sich rausnehmen. So verstehe ich das hier. Und das Gleiche möchte ich gerne für die Äpfel machen. Das heißt, wir werden das auch hier sperren. Mit einer maximalen Anzahl im Lager, allerdings von 200. Sodass wir immer 200 im Lager haben, um unsere Apfelweinproduktion sicher in Betrieb zu halten und den Rest können sich die Leute aus dem Lager nehmen. Genau, beim anderen haben wir, denke ich mal, keine großen Probleme und dann können wir erstmal weitermachen. Wir gehen auch durchaus mal auf Geschwindigkeit 2 und wir müssen halt erstmal gucken, wie wir hier mehr Schafe reinkriegen und ich glaube, es reicht tatsächlich nicht, dass wir das hier umstellen. Wir müssen sie wahrscheinlich wirklich hart abreißen. Es tut mir ein bisschen leid, aber okay. Ich habe bisher jetzt wirklich keine andere... Also ich möchte nicht den Weg abreißen. Keine andere Möglichkeit gefunden, also weg damit. Und dann sind wir das Gebäude dort tatsächlich leider, Gott sei Dank, das kann man jetzt so oder so sehen, los. Okay, hier sieht es soweit gut aus. Wir produzieren genug Fleisch und Wolle. Ansonsten zeige ich euch nochmal hier unsere Produktion. Wir haben hier das Getreidefeld. Also alles Getreidefelder, jeweils mit Hafer, Karotte, Weizen und Weizen. Und hier haben wir Kürbis, Karotte und Tabak. Ich habe gesagt, wir sollten auf jeden Fall Kohl produzieren. Und dem stimme ich sogar zu. Die Frage ist nur, was wir dafür ändern. Ich denke, wir haben relativ viele Karotten. Ich müsste mal gucken, wir haben 1, 2, 3 Karotten. Mit 400. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob das wirklich notwendig ist. Ich meine, wir sind ja bei 10.000. Ja? Ob wir dann bei den Karotten nicht einfach sagen, hey, komm, pass auf. Dann habt ihr zwar ein paar weniger Karotten. Dafür habt ihr allerdings auch ein paar Kürbisse. Naja, gut. Wir sind bei 900. Wir haben aber auch gerade erst geerntet. Das eine Feld wird noch abgeerntet. Also so viel haben wir nicht übrig, ne? Uns den Verbrauch mal angucken. Wir sind bei konstant 100. Also wir brauchen tatsächlich 1200. Und bei 400 Produktion. Also wir brauchen tatsächlich 3 Karottenfelder. Krass. Okay. Ja, okay, dann ist es so. Wir haben hier Kürbis drin, Hafer. Hafer wird wahrscheinlich jetzt in dem Verbrauch ein bisschen ansteigen, aufgrund der vielen Tiere, würde ich vermuten. Aber da sind wir einfach noch bei mordsmäßig viel, was wir da haben. Da ist mir noch kein Geheimrezept eingefallen. Ich denke, wir werden das mal umstellen für 1, 2 Jahre.
die Haferproduktion. Wir machen einfach zu viel Hafer. Und wir werden einfach mal nochmal umstellen auf, wie sieht es mit Blumen aus? 800. Wir machen hier nochmal eine Ladung Kürbis mit. Machen hier mal noch ein bisschen Kürbis mit. Legen uns den nächstes Jahr aufs Lager. Ansonsten können wir nochmal Blumen nehmen. Wir merken uns das mal. Können wir das umbenennen? Ne, leider nicht. Wir merken uns das mal, dass das so unser flexibles Getreidefeld ist. Ansonsten haben wir hier noch ein Sägewerk. Das ist voll ausgebaut. Bereit, weiter Feuerholz zu produzieren. Das läuft so halbwegs gut mit dem Feuerholz. Okay. Hier haben wir das Getreidefeld gebaut. Damit boosten wir den Obstgarten ein bisschen in der Produktivität. Und hier bauen wir übrigens unsere Kohlköpfe an. Ich denke, das sollte dann auch passen mit dem Essen im Moment. Wir können auch bald wieder was verkaufen. Ansonsten habt ihr auch gesagt, eventuell mal nach dem Brunnen gucken. Das ist eine gute Idee. Wir können mal gucken, wie es grundsätzlich aussieht bei den Gebäuden. Zufriedenheit ist gut, Gesundheit ist gut, Sicherheit ist gut, beziehungsweise wir könnten das vielleicht besser bei den Statistiken hier angucken. Bei den Zufriedenheiten bei den Bauern sieht es gut aus, da sind wir bei den Steuern, okay, das mögen sie nicht, dass sie ein bisschen zahlen müssen, klar. Die Steuern bei den Arbeitern sind auch okay, ansonsten sind die überall sehr gut. Die Händler sind im Moment, haben wir keine Händler mehr? Oh, wir haben gar keine Händler mehr. Die sind abgehauen. Ja, schade. Okay, stand ja auch da, war ein Event bei uns. Okay. Übrigens, ihr hattet auch geschrieben, die Frage gestellt, warum es keine Events gibt. Die Schwierigkeit sehr schwer hat die Events von vornherein ausgeschaltet. Warum, kann ich euch nicht sagen. Aber bei dem höchsten Schwierigkeitsgrad des Spiels, der möglich ist, zumindest das ist das, was wir hier spielen, ist voreingestellt keine Events. Meine Vermutung ist, dass es vielleicht überdurchschnittlich viel positive Events gibt, im Gegensatz zu negativen Events. Keine Ahnung, das wäre so meine Vermutung. Auf jeden Fall ist das aus und ich habe jetzt auch keine Möglichkeit gefunden, das wieder zu aktivieren. Nur nochmal als Info, warum ihr euch wundert, dass es hier keine Events gibt. Okay, dann machen wir mal ein bisschen schneller. Und dann können wir gleich wieder etwas verkaufen. Wir sind bei 800. Wir haben in der Forschung, was haben wir denn gemacht? Hier vorne den abfallfreien Ansatz haben wir gemacht. Erhöht die Produktion von Schreinerhütten, wenn sie sich gegenüber anderen befinden. Das sollte sich jetzt hier hoffentlich bewahrheitet haben. Wir hatten, also ich möchte es nicht Probleme nennen. Wir hatten durchaus, ja, nennen wir sie mal Herausforderungen zu meistern beim Thema der Möbel. Okay. Dann gehen wir mal in die Forschung und ich will auf jeden Fall die beiden noch haben und dann werden wir jetzt unsere weiteren Waren verkaufen. Jetzt natürlich die Frage, was wir jetzt verticken. Kleidung sind wir bei 900, Kohle 400. Leder sind wir ausreichend mit bedient. Ich denke mal, eine Ladung Leder zu verticken ist nicht schlecht. Wir können Werkzeuge verkaufen, Bier eventuell. Karotten will nur auch keiner haben, Honig haben wir nichts auf Lager. Lammfleisch, oh Leute, also Lammfleisch und Honig ist ja eine Delikatesse bei uns. Dann werden wir noch ein bisschen Tabak verticken und ab dafür. Also merken wir uns Lammfleisch und Honig. Wir könnten also wahrscheinlich sogar noch weiter in den hier investieren, weil wir wirklich immer noch zu wenig Honig produzieren mit 800 im Jahr. Wie lange hält der denn bei uns, der Honig? Na, wo ist er? Der Honig ist dort. Ah, wir haben noch ein bisschen was. Also Produktion und Verbrauch ist es tatsächlich identisch. Wir könnten wahrscheinlich echt immer noch mehr produzieren. Wahnsinn. Okay, Forschung abgeschlossen. Jetzt kommt der Winter. Wir blicken einmal hier rein. Kohle sieht gut aus. Ich würde sogar überlegen, dass wir in dem Kohlebergwerk jetzt das Ganze um einen erhöhen, um da mehr zu produzieren.
Und wir haben immer noch 10 Arbeiter. Im schlimmsten Fall setzen wir dann noch einen rein. Denn wir haben jetzt die Grenze für 200 eingestellt für unsere Produktion. Und den Rest können die ruhig verbrennen hier bei uns. Habe ich kein Problem mit, dann verbrennen wir nicht so viel Feuerholz. Was natürlich auch dann ziemlich hoch gehen wird. Dann müssen wir halt zusehen, dass wir da auch stabil bleiben. Also es gibt in dem Winter, denke ich mal, genug Herausforderungen für uns zu meistern. Dann machen wir die mittelgroße Statue auch noch. Und dann können wir uns diesen Pavillon mal angucken, ob der vielleicht irgendwo hier mit hinpasst, eventuell hier in die Ecke. Das wäre dann er hier. Und er passt genau nicht. Ach, ist das ärgerlich. Echt nirgends? Da würde er hinpassen. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Okay. Forschung abgeschlossen. Dann sind wir bei der mittelgroßen Statue. Ich hoffe, die passt hier irgendwo hin. Das ist die. Naja. Okay. Haben wir hier irgendwo noch einen schönen Platz für die frei? Da nicht. Wir könnten sie natürlich da hinstellen. Oder hier. Ja. Das finde ich gut. Wir stellen sie da vorne hin. Genau da. Ja, das finde ich super. Machen wir da mal die vier weg. Und dort stellen wir die mittelgroße Statue. Und jetzt ist die Frage mit Blickrichtung wohin. Sie ist, hat jetzt Blickrichtung hierhin. Wir können das natürlich auch umdrehen. Schauen wir mal, dass wir es richtig sehen. Nein, ich denke, wenn die Leute hier reinkommen, sollten sie auf die Statue blicken. Und dann werden wir, dann machen wir das mal so, dass es wirklich auch Sinn macht, was wir hier bauen. Wir machen den Weg auch noch weg. Wir setzen die Statue dahin. Und hier hinter kommt eine Ecke. Das heißt, das machen wir auch noch weg, bitte. Und dann werden wir dort eine Ecke reinsetzen. Und dort dann eine Hecke. So. Okay. Dann haben wir nämlich den Eingang von hier. Hier gucken sie dann auf die Statue. Und hier hinten ist tatsächlich die Ecke. Und sie können auch noch da rein. Quasi hier so als Durchgang, vielleicht als kleine Abkürzung, geht euch den Park. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Sehr, sehr hübsch. Okay, ich muss sagen, diese Ecke hier hinten, das war eine hervorragende Idee, so eine Art Villenviertel zu bauen mit einem schönen Park, einem Wachturm, hier einen schönen Brunnen dazu. Ah, herrlich. Finde ich ganz, ganz, ganz toll, die Ecke. Muss ich wirklich sagen. Okay, tja, dann sieht's erstmal. Ah, Feuerholz ist der Hammer. Dadurch, dass wir jetzt so viele Leute haben, 1600. Und das sieht mir echt nicht gut aus. Gerade weil wir 700 und 200 produzieren. Ich würde tatsächlich sagen, wir feuern direkt mal das Sägewerk an und packen hier auch die maximale Anzahl an Holzfällern rein. Und dann werden wir das auch mal entpausieren und dann gucken wir mal, ob wir das hier mal hinkriegen. Denn das sieht mir momentan doch ziemlich verdächtig nach zu wenig Produktion aus. Gucken, dass wir das stabil kriegen. Weil das sieht mir momentan nach zu wenig aus. Okay. Jetzt bin ich übrigens nochmal überlegen, ob wir bei der Kohle jetzt hier trotzdem sagen müssen, klicke hier, um die Verwendung dieser Ressource nur in der Produktion zu erlauben. Ich denke, die Grenze setzen, die maximale Anzahl der ausgewählten Ressource im Lager erhöhen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das denke. Dass die Grenze hier mit dieser Einstellung hier korreliert. Da bin ich mir tatsächlich jetzt nicht sicher. Vielleicht verstehe ich es auch falsch. Ihr könnt es ja nochmal in die Kommentare schreiben. Aber meine Vermutung wäre, dass er das nur bis zu 200 jetzt einlagert. Und alles darüber hinaus entsprechend dieser Einstellung auf 200 geht.
und darüber hinaus dann an die Bevölkerung verteilt, aber es scheint nicht zu klappen. Wir scheinen auch echte Probleme mit Feuerholz zu haben nach wie vor. Wahnsinn. Wir sind hier bei 4000 im Jahr. Wir müssen hier wirklich Expansion machen. Und hier die maximale Arbeiterzahl reinbringen. Ne? Noch einmal. Ansonsten geht uns hier echt das Feuerholz aus. Ne? Volle Anzahl an Arbeitern müssen hier rein. Ansonsten sieht das echt nicht so gut aus. Da muss auch noch einer mehr rein. Da müssen jetzt 8 Leute rein. Wahnsinn. Wir können das ja wieder rausnehmen danach. Das ist ja kein Problem. Holzfäller. Ja, ein mehr. So, wir sind nur bei 6 Leuten. Wir können die wieder rausnehmen danach. Aber das ist... das ist schon krass. Da müssen wir echt aufpassen. Kohle produzieren wir auch nicht allzu viel. 1400 im Jahr. Mit 3 Leuten. Naja, wir könnten das natürlich auch auf 4 erhöhen. Aber, nee, das lassen wir mal. Ich würde das gerne mit Feuerholz machen, zumal unser Feuerholz natürlich auch noch woanders gebraucht wird. Wir gucken mal in die Statistiken rein. Minus 1, jetzt brauchen wir aktuell nicht ganz so viel. 700 und 500 knapp werden produziert. Ja, das sieht erstmal gut aus. Aber wir sind bei, boah, 1000 Verbrauch. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Wie gut, dass wir vorsorglich noch so ein Ding gebaut haben. Dann wären wir jetzt ja völlig unterversorgt. Dann wäre das ja schon leer hier alles. Heidewitzka. 700, 800, also da müssen wir den Sommer über jetzt massiv nachproduzieren. Ich hoffe, dass das echt reicht. Wir werden das mit der Kohle wieder komplett umstellen. Dann muss unsere Produktion halt erstmal ohne Kohle auskommen. Aber wir werden das hier einmal komplett umstellen. Wieder auf 10.000. Und dann alles raus da. Die sollen sich jetzt auch an der Kohle bedienen. Damit wir das Feuerholz ein bisschen schonen. Und dann werden wir ebenfalls einen mehr in die Kohle packen. Uns gehen jetzt die Leute aus. Wir sind nur noch bei 5 Arbeitern, aber das ist egal. Wenn unsere Leute frieren, haben wir andere Probleme. So, wie sieht es mit der Produktion aus? Ja, es sind nur noch minus 2 Grad. Jetzt sind wir tatsächlich im Moment bei mehr. Das hat mit der Kohle geholfen. Sehr gut. Also, da haben wir uns einen Monat mit reingehandelt. Ich hoffe, dass es nicht nochmal richtig kalt wird. Oh, Wahnsinn. Also, dass wir nochmal so viele Probleme kriegen, hätte ich ja nicht gedacht. Also, wieder Sachen verkaufen. Einmal Kräuter, bitte. Ja, schon alles. Habe ich hier irgendwo... Ach, so eine Blume will ich nicht kaufen. Einmal handeln. Und... Wir können tatsächlich mal gucken, ob wir noch genug Äpfel haben. 600. Ach komm, was soll der Geiz? Ich denke, wir handeln uns gleich mal 300 Äpfel rein. So. Dann gehen wir mal in der Forschung weiter. Und ihr hattet gesagt, nicht weiter als die Mühle. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Mühle überhaupt war. Also das Wachhaus musste ich tatsächlich machen. Aber ansonsten bei den restlichen Sachen gebe ich euch grundsätzlich recht. Windmühle, da würde ich tatsächlich auch erstmal nicht weitergehen. Da bleiben wir erstmal dabei und gucken, dass wir den ganzen Rest hier vormachen. Ich möchte zum Beispiel jetzt auch gerne erstmal in Richtung des Friedhofs gehen und den bauen. Den finde ich auch noch ganz wichtig, damit unsere Leute auch wirklich mal trauern können für ihre Liebsten. So, wir sind bei 1200. Wir produzieren jetzt 700 im Monat. Sehr gut. Das ist schon mal... Wir sind bei, wie bitte, 87... Es sind schon wieder 10 Leute da. Das heißt, wir können die Produktion tatsächlich sogar so lassen. Oh Leute, das ist ja der Hammer, ey. Wo kommen denn diese ganzen Leute immer her? Das sind alles Einwanderer bei uns. Dann hoffen wir mal, dass das alles ausreicht. Können wir das nicht einfach dicht machen? Alle Schotten dicht machen und einen Zettel aufhängen und sagen, puh, wir sind voll. Wir checken mal, wie das mit dem verfügbaren Wohnraum aussieht. Hier wohnen 12 drinne. 6, 8... 11 von 12, 13, 6, okay.
Also es ist nicht mehr allzu viel Platz. Wir sollten mal gucken, dass wir neues, dass wir neue Häuser bauen. Und ich würde hier tatsächlich hier unten noch welche hinbauen. Dann auch direkt ein Steinhaus. Einmal dahin und einmal, ja, einmal dahin. Wir gucken mal, ob die überall drin sind. Religion. Ah, müssten wir hier nochmal hinstellen. Ein Brunnen passt. Der Markt regelt das Ganze auch noch und Sicherheit müsste auch noch drin sein. Okay. So, Forschung abgeschlossen. Dann gucken wir mal. Handelsbräuche. Marktverfügbarkeit erhöht die Zufriedenheit von Arbeitern, denen die Zufriedenheit in der Nähe eines Marktes leben. Das machen wir mal, das finde ich gut. Und dann können wir tatsächlich schon in diese Richtung gehen. Und die Windmühle und die Bäckerei erforschen. Ich sag mal, wir produzieren ja genug Getreide. Das sollte passen. Okay, jetzt sehen wir bei der Kohle erstmal gut aus. Da haben wir schon wieder nichts. Dann würde ich das jetzt tatsächlich erstmal sperren. Komplett. Da sind wir jetzt bei 400, die aus dem Lager rausgehen. Dass wir da erstmal wieder ein bisschen Reserven aufbauen. Wir haben jetzt genügend Feuerholz erstmal wieder hier zusammen. Dass wir wieder ein, zwei Monate überstehen. Boah, das ist schon krass. Gut, ich meine, die Leute, ich meine, wie viel sind wir denn jetzt? Knapp 200 Leute, die wollen natürlich auch erstmal befeuert werden, ne? Naja. Boah. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Spiel, wo ich mir immer wieder, wo ich es immer selbst ohne Events cool finde, dass man nach mittlerweile einigen Stunden Spiel denkt, oh Gott, jetzt werden alle im Winter erfrieren, wenn du nicht sofort etwas machst. Das ist bei einem Spiel echt selten. Es gibt nur ganz wenig Spiele, wo ich das sonst noch habe. Und das Einzige ist tatsächlich, was mir so spontan einfällt, ist wirklich Workers and Resources, wo ich die gleichen Ängste habe und wo es ja auch so ist. Und jetzt verkaufen wir hier erstmal weitere Produkte. Kleider können wir wieder verticken. Und dann machen wir mal, was haben wir am meisten? Bitte, ach 600, ich habe 6000 gelesen. Wir haben, ich glaube, da oben hatten wir 2300 Fische oder sowas. Wildfleisch, ja komm, dann verkaufen wir davon was. So. Okay, dann sind wir bei 2,5. Und dann forschen wir jetzt mal an der Windmühle rum. Habe ich das jetzt gemacht? Ich hoffe. Oder war die Forschung... Doch, die Forschung war fertig, oder? Nee, ist noch nicht durch. Marktverfügbarkeit ist noch nicht durch. Okay. So, wir haben den Winter Gott sei Dank überstanden. Und jetzt müssen wir echt zusehen, dass wir hier Sachen aufbauen. Dass wir hier Reserven aufbauen. Das ist echt wichtig. So, Forschung ist durch. Einmal die Windmühle bitte. Und dann gehen wir in Bäckerei, Sonnenblumenanbau. Da haben wir, denke ich mal, wieder genug zu forschen. Ich möchte dann erstmal diesen Zweig hier durchforschen. Oh, Heidewitzka, ey. Vielleicht sollte ich echt mal ein bisschen langsamer laufen lassen. Jetzt sind wir schon wieder bei so vielen Leuten. Okay, also Transporteur. Jetzt können wir tatsächlich schon mal anfangen nachzujustieren. Und ich glaube, Möbel, nee, werden tatsächlich nicht knapp. Ich würde aber hier gerne expandieren. In diese Schreinerhütte. Das war die falsche. Ganz davon abgesehen, dass wir die aber trotzdem expandieren können langfristig, werden wir hier expandieren und mehr Möbel produzieren. Wir haben nämlich genügend Dekoration. Dann gucken wir mal ins Kerzengeschäft. Da sind wir schon bei 2, okay. Aber da werden wir auch schon mal in die Expansion investieren, damit wir da möglicherweise updaten können, wenn wir es brauchen. Kleidungsgeschäft produzieren wir noch genügend. Aber da investiere ich auch schon mal. Kohle sind wir jetzt am Maximum. Nee, da könnten wir auch noch weiter investieren. Okay, sehr gut. Steinbruch, wie sieht es da aus? 8000 Steine, passt. Wir haben auch mehr als genug Ziegel auf Lager, da brauchen wir auch noch nicht investieren. Ansonsten, Nahrung sieht auch gut aus. Dann können wir tatsächlich weitermachen. Jetzt nur die Frage, wo wir die Leute reinsetzen und arbeiten lassen. Wir können sie natürlich einfach stumpf mehr produzieren lassen. Ich würde sagen, wir investieren wirklich hier rein nochmal. Und
werden hier im Bienenstock noch einen mehr reinsetzen, damit unsere Honigproduktion hier steigt. Das fände ich ganz, ganz praktisch. Okay. Dann werden wir jetzt mal in der Kräuterkunde auch nochmal investieren, dass wir das hier machen. Das erhöht die Produktion von Kräutern und da müssen wir auch irgendwann nochmal weiterkommen, dass wir tatsächlich richtige Medizin produzieren. So, sind wir damit fertig? Nein, Windmühle braucht noch ein bisschen. Und wenn wir damit durch sind, werden wir die auf jeden Fall aufbauen. Und wir müssen mal schauen, ob die irgendwelche Boni hat. Das können wir schon mal machen. Erhöht die Windmühlenproduktion in der Nähe eines Feldes. Oh, das ist gut. Das könnte man tatsächlich gucken, wenn die Windmühle diese Reichweite hat, dass man das... dass man die dann eventuell tauscht. Oder wir setzen die hier oben hin, die Windmühle. Hier haben wir... cool. Wir können die Windmühle hier hinsetzen, aber das würde ein bisschen von der Produktivität hier nehmen. Wir hoffen mal, dass die genügend hat. Ansonsten werden wir hier Kürbis und Weizen tauschen und da die Windmühle hinsetzen. Okay. Gucken wir mal weiter. Optimierte Destillation erhöht die Produktion einer Destille, wenn sie an Obstgarten angrenzt. Oh, das ist gut. Ist die Frage, was hier optimiert ist und wie die Reichweite ist, aber das könnte reichen. Aber hier können wir tatsächlich noch die Wartung weiter reduzieren. Dann verbrauchen wir hier weniger Äpfel. Okay, das heißt, wenn kommt die Windmühle hier hin? Schauen wir mal weiter. Erweiterte Budgetierung, das ist was anderes. Okay, gut. Also, wenn es fertig ist, schauen wir mal, wo, wie die Reichweite ist. Aber ich denke, wir werden die da hinsetzen. Ich möchte eigentlich hier unten in dem Bereich tatsächlich nicht weitergehen, weil das ist auch das, was ihr sagtet. Ansonsten sinkt hier wirklich die Effizienz zu stark ab. Und gerade da wir jetzt doch relativ viel Feuerholz produzieren, was wir ja sogar brauchen, langfristig, dann müssen wir echt gucken, dass wir, also so sieht es momentan aus, nicht zu viel Feuerholz brauchen. Können wir die eigentlich noch updaten? Ich glaube nicht, ne? Die haben das Maximum erreicht, ja. Ja, die haben das Maximum erreicht. Hm, das ist natürlich schwierig. Das heißt, wir müssten wirklich noch einen zusätzlichen bauen. Könnten wir den eventuell hier in die Mitte bauen? Aber ich glaube, da würden die sich so ein bisschen kannibalisieren, ne? Die Dinger funktionieren, glaube ich, so nicht. Eine Försterhütte hier in die Mitte, ja. Das macht keinen Sinn. Da wären wir bei einer 60-prozentigen Effizienz und die würden wir auch noch verschlechtern. Wir könnten es eventuell hier oben hinsetzen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber noch sieht es gut aus. Okay, unsere Windmühle ist fertig und dann werden wir die erstmal bauen. Wir haben 1000. Gehen wir mal in die Pause. Dann gucken wir mal, dass wir die hier noch platzieren in dieser Folge. Und die produzierte Mehl braucht Weizen 500 im Jahr und 200 Münzen. Jetzt hoffen wir mal, dass die von der Reichweite her aus... Ah, schade, steht nichts weiter. Okay, ich hoffe, dass das trotzdem in der Nähe gilt. Es steht ja auch eines Feldes, nicht eines Weizenfeldes. Und in der Nähe eines Feldes ist sie ja. Es war ein Kohlfeld, aber es ist in der Nähe eines Feldes. Okay, wir setzen sie dahin. Und... die Bäckerei werden wir dann in der nächsten Folge erforschen. Und wie es weitergeht, ihr Lieben, das seht ihr morgen. Also, macht's gut, bis morgen. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.